von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Bowser's Fury, Mario, Super Mario, wie auch immer. Letzten Part, aber wieder die große Glocke hier freigeschaltet in der ersten Welt. Und da hier vorne wir noch einen Schlüssel brauchen, müssen wir ihn wohl oder übel weitersuchen. Auch wenn ich ja eigentlich überhaupt nicht will. Aber zum Beispiel hier vorne, mit dem Schiff. Sollte da nur ein oder zwei dran? Ich weiß es nicht. Verwirrt mich halt immer noch. Ja, und wir müssen jetzt hier erstmal weiter den Schlüssel suchen. Wir gucken noch einmal kurz, ob wir den hier irgendwo finden auf die mehr oder weniger Schnelle. Ansonsten weiß ich nicht. Sollte der Giga-Bowser auch irgendwann wiederkommen, dann sehen wir schon weiter, was wir dann machen. Ach, da kommt er sogar schon. Wieder hochklettern. Okay, Glück gehabt. Oh, da ist sogar der Schlüssel. Bitte, wir gehen trotzdem jetzt zur Katzenglocke. Wir sehen es, ja. Guck, und da ist die. Da sind zwei Katzen. Ist die andere da auch direkt am Strand? Jetzt bin ich auf sehr viele Arten verwirrt. Aber, okay, die sind aber alle so dunkel. Wo ist hier die Giga-Glocke? Sehe sie nicht. Da bin ich jetzt blind. Ist die in der Glocke drin? Nee. Ah, da ist sie. Giga-Glocke, schnell. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Macht. Da haben wir es ja so ein bisschen gesehen, was wir machen müssen letztes Mal. Ich denke mal nicht, dass er ein anderes Moveset hat, aber das sehen wir dann jetzt gleich schon. Okay, doch, er macht was anderes. Ist mir ein bisschen zu schnell. Gott, das sieht ja komplett aus. Ich glaube, jetzt dürfte ich ihn angreifen. Oder auch nicht. Wie kann man den nicht schlagen? Könnte ich jetzt an seinen Schwanz gehen. Bei Mario 64. Das macht er aber noch. Ups. Oh, er hat auch deutlich mehr Leben als letztes Mal. Bitte machen wir auch nicht wieder deinen Flitzzeugs da. Doch macht er, ja, natürlich. Oh, es gibt hier noch mehr große Glocken. Das versucht doch mich abzufackeln. In die falsche Richtung. Okay. Ah, gut. Gut, was? Die Hälfte nur? Hey, er war doch noch gar nicht tot. Dann muss ich das jetzt zweimal miteinander machen. Oh, das ist doch scheiße. Jetzt nochmal. Ja, haut schon ab. Okay, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich absolut nicht. Aber soll er es machen. Aber wir haben den Schlüssel eben auf jeden Fall noch gefunden, den anderen. Das heißt, sonst hätte Bowser schon dir noch mehr zu sagen. Ah, ich kann nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meinte natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen, hä?
Diese Giga-Glocke ist schon wieder voll mit diesem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Katzeninsignien. Vielleicht finden wir welche auf den versteckten Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Das war es wahrscheinlich, dass wir jetzt backtracken sollen, aber das haben wir schon. Aber hier ist sie ja schon. Wow. Ich hab gedacht, dass sie ein bisschen weiter weg ist, die Katze. Hier. Ich sag nicht, das ist er nicht. Doch, es ist so. Über Mario 64 bei dem Pinguin. Nee, nee, das ist er nicht. Ja, easy. Denn hier vorne. Wissen wir jetzt, wo die. Dings ist. Der Schlüssel. Ich glaube, dann könnten wir hier doch fast alles zu 100% haben, langsam. Sonst vielleicht ein bisschen umgucken, aber. Ich glaube, das war's jetzt langsam echt. Oh Gott. Alter. Ich meine, kommt man ganz schnell wieder hier hoch. So. Schlüssel hier mitnehmen. Und immer die Stelle finden, wo er genau hin soll, dass wir einfach nur runterspringen müssen. Weil auch ja nicht wieder irgendwo reinfliegen. Ich hab's doch gesagt, aber ich wusste nicht, dass ich ihn so werfe. Ich wollte nur springen. Okay, dann noch einmal da hoch. Natürlich noch 30 Mal. Ba, 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 da. Finde ich aber auch schön, die Welt. Finde ich das ganze 3D-World so sein können. Viel cooler als das andere. Und dieses Stückchen davon. Dieses Stückchen, was wollte ich denn jetzt sagen? Als diese kleineren so Welten finde ich das hier viel besser. Naja, ist ja auch deutlich älter, 3D World das Originale, also. Das ist schon mehr als verkraftbar. Und dann haben wir hier auch alles. Ja, die beiden haben wir zu 100%. Wo wir nicht hin können, noch nicht. Und die hier hinten mit diesem Springding dann auch nicht. Aber die anderen beiden schon. Okay, dann fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Sterne. Dann haben wir hier echt alles. Ich weiß halt auch, was hier noch fehlt. Relativ sicher. Ja, die einen Katzen in Sieg. Ne? Frage ist nur, wo genau. Wie war das mit Bowser, ne? Hier will ich aber ganz viele Wandsprünge machen. Ja, kann man, aber. Das ist, glaube ich, nicht im richtigen Sinn, dass da oben irgendwas Verstecktes ist. Wo werden wir uns denn verstecken, wenn wir noch so eine Katze nehmen? Medaille wären. Eins hatten die natürlich. Haben wir hier oben schon? Ja, da war auch eine. Hier wird auch nicht noch eine sein. Dann dieser Abschnitt, wo es ist, würde mir erst bereichen. War auch schon. So würde ich sagen, dass sogar nur in diesem neuen Abschnitt hier irgendwo noch was ist. Hier zum Beispiel. Hier war ich ja, glaube ich, einmal nur. Heißt, hier könnte theoretisch noch überall eine sein.
Bellahut sage ich natürlich nein. Bin also natürlich einiges ordentlich. Aber hier, wenn hier in diesen ganzen Gelümpeln nicht irgendwas drin ist, dann weiß ich es auch nicht. Und hier oben war auch schon einer. Aha. Das ist nicht gut. Weiter oben ist auch nicht. Hier ganz hinten nochmal eine. Oh Gott, das ist okay. Scheint halt nicht so, ne? Irgendwo hier muss ja noch eine sein. Irgendwas mit Zeit würde hier auch noch hinpassen. Hier auch wieder so ein Spawn-Ding. Wird halt nichts mit Zeit sein. Es fehlt hier nur eine Insignia. Also eine. Ja, beides halt. Ach, da ist sie. Man muss von hinten gucken. Da sieht man sie. Sehr gut. Fünfte Katzen-Insignia. Wow. Hab ich mal irgendwas gesagt. Aber... dann gucken wir jetzt mal in die neue Welt rein. Ich glaube, sonst haben wir alles soweit. Und wo ist die Rampe zur neuen Welt dann? Zur neuen Welt ist schon fast lieber One Piece. Aber es ist nicht die neue Welt gemeint, sondern die Eislandschaft. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Aber interessant wird es auf jeden Fall. Das ist anscheinend ziemlich geradlinig aufgebaut. Da ist potenziell sehr gut alles zu finden. Und wenn man was nicht findet, dann kann man dafür ziemlich weit zurückgehen. Also am besten einfach von Anfang an sehr gut. Zum Beispiel hier einfach mal reingucken. Hoffentlich jetzt nicht hier hochgeschossen werden. Oh, Schlittschuhe. Habe ich ja jetzt schon keine Lust mehr drauf, ne? Guck, da unten zum Beispiel ist ein Knopf. Ich schon gern wissen, was der macht. Kampffeld. Machen wir doch alles noch frei weg. Und die letzte auch noch. Der Treffer war, weil ich zu eilig war, aber... noch easy. Kampf in der Grotte. Ja, die Punkte sagt ja anscheinend gar nicht so viel. Unter Wasser so funktioniert? Man weiß es nicht. Was, Blatt? Na, aber wir haben auch nicht so viele von den Blättern. Ja, Feuerblume im Wasser macht auch nicht so viel Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich hier unten schon mal zumindest das erste, das einzige, was man machen konnte. Also lass uns mal da hochkicken. Machen wir da weiter. Was denn Leuchtturmstrahlen? Ich war wieder schon in Münzen und sieht mir ein Ding drauf. Ba-ba-ba-da-ba. Stacheln sollten ja egal sein, wenn man hier so ein Schlittschuh-Ding hat. Ich habe irgendwie gedacht, dass hier irgendwas sein muss. Anscheinend ist es das gar nicht. Na egal.
Oberwas ist auf jeden Fall ist hier vorne. Wow. Brauch bitte noch eine. Noch ein Schlittschuh. Oh, lass mich einfach raus. Uff. Feuerblumen noch am meisten. Nein, ich habe auch noch am meisten. Oh, und ich höre wieder Giga-Bowser. Irgendwie muss das eigentlich noch was sein. Katzenwerfe. Gott. Alter, dieser Bowser, ne? Ich finde die Musik immer noch lustig, aber wenn es am einen ist, auch ein bisschen gruselig. Ja, ich renne jetzt hier so weit hoch, ich bei diesem doofen Bild zu haben. In einen Sprung. Dürfte ich auch wieder was sehen, bitte? Uff. Ich glaube, der verzieht das sich auch wieder. Ich bin eine Katze. Ja, wow. Hätte ich das gar nicht gebraucht. Jetzt schon nochmal. Kaputt, der letzte ist da vorne. Das ist dann wahrscheinlich auch das, was ich brauche, die zum Leuchten bringen. Nein! Nicht schon wieder. Nicht doppelt schon wieder. Oh. Dies, das meine ich. Jetzt dürfen wir die ganze Strecke zu neu machen. Bessie, komm mir doch entgegen. Jo. Halt doch schon so schnell ich kann. Na, ah, geht's aber nach vorne weiter. Oh, das war fast sogar. Sah es cool aus ein bisschen. Moment mal. Was ist das? Das sieht interessant aus. Katzenbomben, hier ist auch echt alles Katzen. Ich hab auch so hochkommen, ne? Wow, das für ein Item. Das ist interessant. Mit einem Stern kann man trotzdem Schaden bekommen. Dafür sind wir nicht hierher gekommen. Sehr gute Zeitverschwendung. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Blocken? Warum gibt es da zwei verschiedene von? Das irritiert mich. Naja, wir holen uns jetzt das doofe Insignia davon, die wir jetzt wieder verpasst hatten vorhin. Und dann war's das auch für den Part. Ui. Eine ganze Schlittschuhfahrt hier. Mit einem Schlittschuh. Piu, piu, piu. Oh, sehr gut, ich hab's geschafft. Und hier ist auch eine andere Glocke. Sind das jetzt auch zwei verschiedene oder braucht ihr jetzt auch 20?
Halt einfach nicht zurückgehen muss. Na, okay, gut. Reicht. Dann sammeln wir die auch noch einmal, die hier einfach genau hier vorne liegt. Aber gleich doppelt lasse Leuchtturm strahlen. Und dann würde ich erstmal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.